Das nächste Pflanzenporträt handelt über den Giersch. Er gehört zu den Doldenblütlern. Eine der wenigen Doldenblütler, die nicht giftig sind. Und eine ganz tolle Pflanze, super Inhaltsstoffe. Es wird in der Naturheilkunde auch Dichtkraut genannt. Man nennt ihn auch Dreiblatt, weil er drei Blattansätze hat. Dann ist hier der Stängel ein Dreieck und 3x3 Blätter. Giersch deswegen Gichtkraut, weil man ihn früher in der Naturheilkunde bei Gichtleiden eingesetzt hat. Ich liebe dieses Kraut. Erstens schmeckt er sehr gut, auch in Salaten, auch in Suppen. Im Pesto wird er relativ bitter, aber aufgrund der Bitterstoffe ist er unheimlich verdauungsfördernd, auch für die Galle sehr gut. Und aus dem Grund sollte er unbedingt mit dabei sein. Und er ist auch für den Stoffwechsel sehr gut, wenn man im Bereich Gewichtsmanagement etwas machen möchte. Damit wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.